So, hallo, ich zeige euch heute das Matrix LED Panel. Und zwar ist es ein Nachbau. Da gab es mal eine Kickstarter-Kampagne ja, vom Aurora. Das war halt dieses 32x32 Panel mit einem Tinsi dran, der dann halt so das eine Panel da betreibt. Das kann GIF-Animationen, also man hat hier ein paar Patterns, man kann verschiedene Patterns halt durchschalten, dann hat man Audiosteuerung, Einstellung und natürlich Animation. Und das hier ist jetzt ein, so gesehen ein Umbau. Das sind 16x32 Panels, also solche kleinen Vierecke. Vierecke, so Rechtecke. Und das sind jetzt 6 Stück zusammengebaut zu einem großen, für zum Beispiel Laufschrift oder so. Und ja, das habe ich halt jetzt für jemanden gemacht, der so ein bisschen DJ macht, beziehungsweise halt so ein bisschen für Veranstaltungen halt, auf Hochzeiten und Geburtstagen und sowas halt so ein bisschen Musik macht. Und um da halt ein bisschen Text anzeigen zu lassen und so, hat er mich gefragt, hey, kannst du das nicht machen? Und so, ja, ich gucke mal. Und dann bin ich eben auf dieses Aurora-Projekt gestoßen. Und da habe ich so gesehen, das ist ein Arduino-Code, den habe ich mir genommen. Der wurde auch schon modifiziert für 64x64 Panels, also 4 Stück von den 32x32 Panels. Und das habe ich halt bloß umgeschrieben im Code, ein bisschen eben, dass es auf das die Panelgröße passt. Das ist ganz einfach machbar. Und ja, hier ist es. Da zeige ich euch mal. Wie gesagt, das läuft jetzt gerade schon so ein bisschen. Ich gebe es mal um. Hier unter der Abdeckplatte ist der Tinsi mit diesem mit der Pixel Matrix Board. Hier vorne sieht man das von Adafruit, dieses Autogain-Mikrofon mit einem Mikrocontroller, der ist oben drauf, das Mikrofon, und unten ist noch ein kleiner Audio-Controller oder halt ein kleiner Controller, der das Audiosignal aufsplittet, eben für die Visualisierung der Musik. Genau. Und dann halt alles verkabelt hier. Wie gesagt, hier sieht man es. Das ist das erste Panel hier. Hier ist noch ein Infrarot für die Fernbedienung mit. Und hier geht es zum nächsten Panel über hier. Datenkabel. Von hier Ausgang, da Eingang und so weiter und so weiter. Stromkabel halt. Bis zum letzten Panel. Beim letzten Anschluss ist noch, kann man wieder was anstecken. Aber das wird dann schon schwierig, weil dann der Rahmen von dem kleinen Tinsi dann schon hart an die Grenze kommt. Genau, gepowert wird das hier mit dem 5 Volt 10 Ampere Netzteil. Angegeben wird ein Panel, wenn es voll weiß leuchtet, mit 1 Ampere. Und dann auch ein bisschen Reserve für den Controller. Das wären jetzt hier 7 ungefähr. Und ja, da habe ich mir das 10 Ampere Netzteil genommen. Dann noch USB-Anschluss. Ich kann das Ding nämlich auch über einen Rechner steuern. Da gab es nämlich auch mal was. Hat einer gemacht. Da hat er eine Web-Oberfläche und kann damit halt die verschiedenen Modi so umschalten. Das habe ich auch noch ein bisschen abgeändert, damit es halt besser für einen DJ-Pass schon passt. Man könnte zwar noch mehr optimieren, aber so passt schon erstmal. So, hier ist nochmal jetzt der Tinsi, also das ist kleine Grüne hier drauf. Und das Schwarze ist das Smart Matrix, genau. Und dieses Board braucht man zwar nicht unbedingt, dieses Smart Matrix, aber es macht einiges einfacher, um halt das anzusteuern oder anzustecken alles. Genau, weil man hier hat man die verschiedenen Anschlüsse auch ein bisschen alles beschrieben. Wie man was ansteckt hier und so, das macht es dann eines einfacher. Genau, wie gesagt, der Tinsi hier drauf, hier unten drinnen ja, ist halt der Micro-SD-Anschluss. Man kann es aber auch auf die externen Headers anstecken, so wie ich es gemacht habe. Und da habe ich so ein
SD-Card, also so ein Micro-SD-Adapter, also so eine normale SD-Karte, die zum Micro-SD einstecken ist. Und die ist dann nämlich draußen an der Seite mit dran, da kann man halt leichter wechseln. Man muss nicht jedes Mal irgendwie reinfummeln. So, und zwar zeige ich euch jetzt noch diese Web-Oberfläche. Und zwar ist das Aurora Spring Boot, nennt sich das. Und zwar ist das eine Java-Datei, die einen Webserver aufmacht und dann halt eine Webseite laufen lässt. Die ist halt Spring Boot kompiliert und die muss man halt doppelt anklicken. Dann startet die. Die läuft jetzt im Hintergrund schon, die habe ich vorhin schon gestartet. Das sieht man hier eine Java-Anwendung. Und dann habe ich einfach ein bisschen Verknüpfung gemacht, die einfach auf die Home-Adresse, also 127.001 und Port 8080, und dann bin ich dann nämlich schon drauf. Und ja, hier hat man eben auch die verschiedenen Menüs, wie gesagt Patterns zum Beispiel, und da kann ich jetzt hier die verschiedenen Patterns umschalten. Und da braucht man nämlich jetzt nicht, wenn man jetzt gerade halt für Sie, die das halt eben als für DJ eben jetzt als ja, Unterhaltung mit nutzen will, kann da halt, muss ja nie mal Fernbedienung. Außerdem steht ja meistens dahinter, da sieht man nie, was los ist. Und so kann man mindestens gucken, ah hier, ich will jetzt die Wave haben oder sowas halt. Und natürlich muss man sich merken, wie das dann aussieht. Und dann guckt halt, ja, das nutze ich halt am meisten zum Beispiel oder so. Genau. Hier kann man auch die Animation umschalten, eben diese GIF-Dateien, die hier drin sind. Dann gibt es verschiedene Paletten noch, also so Farbgebung. Es braucht immer ein bisschen zum Laden, weil er sich ja mit dem Mikrocontroller verbindet und guckt, ist das überhaupt da? Ocean, ja, ist mehr bläulich, Forest wird mehr grün sein. Genau, und dann ist ein Rainbow, schön bunt immer. Genau, Audio-Patterns kann ich auch durchschalten, die sind leider nur nummeriert, die haben keine Namen. Genau. Und dann gehen wir mal auf Patterns. Ja, machen das. Genau. Hier kann ich auch neue GIF-Daten hochladen. Also ich muss jedes Mal die SD-Karte ausbauen, um da neue GIFs drauf zu bekommen, sondern kann ich dann einfach hier auf Durchsuchen gehen, suche sie mir aus und kann auch einen Namen geben und lade sie hoch und dann erscheinen die dann in Animation. Genau. Wir müssen aber auch die richtige Pixelgröße haben, weil sonst stutzt ab, weil man damit klarkommt. Aber das kriegt man schon hin. Genau, ansonsten Messages. Das habe ich hier ein bisschen umgebaut halt. Und zwar kann man dann hier seinen Text eingeben. Dann sehe ich hier. Ist jetzt noch auf fortgestellt, das ist Standard halt drin. Scroll Speed, also meistens ist das schon Standard. Meistens muss man ein bisschen Enter drücken und dann läuft er durch. Da kann man noch ein bisschen einstellen von der Höhe anscheinend. Müsste es sein. Ich weiß es gerade selber. Ja. Genau. Ansonsten halt verschiedene Farben. Muss man ja bloß anwählen und dann Show oder was kann. Klappt Enter auch? Nö. Müsste man da, es geht dann wohl in so einem Feld, kann man Enter drücken. Kann man auch also sich hier. Body, ach, was will ich denn? Body. Genau, hier kann man dann nur den Speed einstellen. Also das ist auch ein bisschen 55 Maximum. Ja, dann rastet du dann schon ganz schön durch. Also das sehe ich hier. Ja, anscheinend ist dann irgendwo ein Schluss. Das scheint immer nicht so schön zu sein. Aber ich glaube, viel schneller will man es dann irgendwie haben. Unterschied. Genau. Das also dazu. Genau, da kann man das halt so steuern. Oder dann halt über die Verbindung. Kann man komplett ohne Rechner steuern oder auch mit Rechner. Wie man das gerne möchte. Kann man einfach bloß so ein bisschen laufen lassen oder halt eben
einen Text reinschreiben, sicher, Power dabei und keine Ahnung was alles. Oh, das so dazu. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, vielleicht habt ihr Lust nachzubauen. Die Links sind alle in der Beschreibung. Ja, dann viel Spaß beim Nachbauen und tschüss.